So, und schon geht's weiter. Ich habe das Spiel wieder geladen. Mich wunderbar. Mich sehr gefreut, dass es wieder funktioniert. Zu funktionieren scheint, wohlgemerkt. Für kurze Zeit, wie ich annehmen muss. Ja, ich bezahle dein Lösegeld, beziehungsweise ich lass dich gehen. Ich hab keinen Bock auf das ganze Gehampel. Später. Das eine schwanische Schiff, das schon aufgegeben hat. Dieses kleine. Das ist wirklich niedlich, so eine kleine Brigantine 65 von Besetzung. Innerhalb einer kompletten spanischen Flotte. Das hat nicht den Hauch einer Chance. Ist das ein Anzeichen dafür, dass gleich wieder abstürzt, oder irre ich mich da? Habe ich jetzt die Zeit angehalten, oder? Nö. Das mache ich jetzt nicht. Hä? Konnte ich schon wieder einfach so abhauen und die ganzen... Hä? Die ganzen anderen Schiffe sind weg. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Warum passiert sowas? Das sollte doch gar nicht möglich sein. Engländer, bleibt hier, bitte. We shall beat to quarters. Schauen wir uns das doch mal an. Wir haben auch vier Schiffe. Ich hoffe, wir können ihnen gewachsen sein. Ich fände es toll, wenn es so wäre. Aber vielleicht muss das ein Traum bleiben. Oh, ein Apostol Philippe. Beziehungsweise eine. Wir haben natürlich immer noch nichts davon. Und ballern mal kräftig drauf. Und setzen das Schiff natürlich auch gleich mal in Brand. Schleicht sich schon wieder von rechts ran. Einfach mal drauf los und wir haben eine Kanone verloren. Ja, ohnehin voll gespeichert und die hatten keine Neigung dazu, mich zu überfallen. Deswegen. Hier oben bin ich vielleicht so relativ sicher. Den Umständen entsprechend. Weiß auf jeden Fall, wo ich hingehe. Und das sieht ganz gut aus. Und noch ein Totem. Und Attacke Männer. In den Rücken.
sollst ihn drücken. Den Degen. Ganz verwegen. So, noch ein bisschen Gegengift, falls wir nochmal auf Untote treffen. Was bestimmt nochmal passieren wird. Es gibt nämlich sehr viele Schätze zu entdecken auf, ja, wahrscheinlich jeder Insel mindestens einen. Und ich würde davon gern auch ein paar heben. Damit wir uns auch noch auf diese Weise ein bisschen verdingen können als Schatzjäger. Als ein, ja, ein karibischer Indiana Jones, wenn man so will. Und schauen wir doch mal, was wir hier auftreiben können. In der Karibik. Also, es hat sehr gut geklappt. Das hat man gar nicht gesehen, dass sie den Ding gezogen hatte. Jetzt sieht man es auch nicht mehr. Denn er ist tot. Und einen alten Eimer finden wir natürlich in der prachtvoll ausgestatteten Kapitänskajüte. 7400 Piaster, das sehe ich doch gerne. Das haben wir doch gerne. Und was werfe ich jetzt weg für diesen Heiltrank? 0,8 wiegt der. Den alten Eimer werfe ich mal weg. Den brauchen wir ja nicht. Ein Saphir. Und schon wieder ein grandios cooles Schiff. Unter unserem Kommando. Ja. Zwar weniger Kanonen als unser Schiff, aber... ja, es könnte sich lohnen, das Schiff zu behalten. Hier, 403 Einheiten Basilikum. Na, ich weiß nicht, ob es wirklich Basilikum ist oder ob das für was anderes steht. Ich lasse das einfach mal so drauf. Und, fällt da ein bisschen was an Crew rüber schicken. Oh, wir haben auch einiges an Crew verloren, sehe ich gerade. Kapitän einsetzen. Da würde ich gerne ihn nehmen. Denn er ist sehr loyal. Und wir brauchen noch eine kleine Absicherung. Quick Save. Danke. Hat es also doch noch geklappt. Und da vorne wartet direkt das nächste Offener. Auf uns ein Schoner. Und wollte mich... Ach du Scheiße, schnell weg von hier. Das Fort San Lorenzo. Ich würde mal vorschlagen, ich schlage die entgegengesetzte Richtung ein. Wenn uns nämlich das Fort erfasst, sind wir am Arsch. Ja, ich nehme alles an, was du mir erzählst. Ja, Jakob Ruppert hat gute Arbeit geleistet. Ich könnte, wenn wir jetzt ganz wagemutig werden, so hier das Fort Lorenzo überfallen oder versuchen es zu überfallen, was er sagt, dann, obwohl wir diese sehr guten Schiffe haben, glaube ich nicht, dass es uns gelingen könnte, die ganzen Kanonen auszuschalten, dann auch noch die Crew da drin. Denn dazu bräuchte ich auch noch erst eine andere Fähigkeit, die ich noch nicht besitze. Damit alle gleichzeitig angreifen können. Das ist jetzt weniger gut. Ich
greifen alle das Schiff an. Und ich tue das jetzt auch. Furz dem nochmal ins Gesicht mit meinen Kanonen hier hinten. Und ach du Scheiße, jetzt weht der Wind direkt zum Vorhin. Unser Wagemut könnte bald auf die Probe gestellt werden. Beziehungsweise inklusive Zwangsjacke. Oh, neue persönliche Fähigkeiten. Will haben, will haben, will haben. So, was gibt's denn hier? Ja, bla. Ui. Das ist natürlich nicht schlecht. Dafür brauche ich das, genau. Also erstmal das hier. Für mehr Adrenalin. Im Kampf. Ja, ich gebe dir alles, was du, beziehungsweise ich nehme alles, was du mir geben kannst. Denn ich habe nicht viel andere Wahl. Das andere Schiff ist auch schon wieder fast zerstört. Und Feuer. Und versenkt. Und schnell weg von hier. Also wir haben wieder einiges erbeutet, ein neues Schiff. Wieder einmal. Und ich würde jetzt ungern hier nach Portobello rein, denn das Fort ist mir noch eine Nummer zu groß. Wir haben nicht gerade genug Crew, um es damit aufzunehmen. Ach, da steht leider auch nicht dabei, wie viele Schiffe die haben. Die sind auch noch ziemlich schnell. Und Holländer in das Auge blickt wieder einmal. Das war ja sowas von klar. Eieiei. Und davor sind, vorne sind noch mehr Spanier. Noch ein Quick Save. Und dann schaue ich mir die Sache mal an. Eieiei, 7 spanische Schiffe, okay, das. Das will ich mir doch noch nicht erlauben. Ach komm, schon 75.000, so viel habe ich schon nicht. Es gibt bei einer Meuterei, wenn es so weitergeht. Ich kämpfe in Spanien gegen Piraten. Und ich will nicht gegen Spanier und Piraten gleichzeitig kämpfen müssen. Und schnell nach Patrouille rein wieder. Das wird für das erste unser Heimathafen. Ja, nicht unser Heimathafen. Das ist wohl eher. Ja, die Stadt würde ich eher als unseren Heimathafen bezeichnen. Ja, auf jeden Fall eine andere Stadt als diese. Ich glaube, hier. Ja, hier konnten wir, glaube ich, auch die Sachen ganz gut verkaufen, die auf unserem. Kommen. Schicken wir immer noch nur einen. Dieser Rundumschlag ist einfach super. Und schon sind sie beide tot. Schade, dass sie nicht später wiederkommen kann, um den Rest mitzunehmen. Deswegen. Moment. Das wiegt zufällig genauso viel wie.
Es wiegt nicht genauso viel. Wieso wiegen die jetzt plötzlich 10 Kilo? Oder war es vorher auch schon so? Ah, ich kann mich nicht dafür entscheiden, irgendwas anderes wegzuwerfen. Nicht, dass jetzt auf die 1000 ankommt, aber es könnte darauf ankommen. Ach komm, worauf ich lieber das als das andere nicht mitnehmen zu können.